heute dürfen wir gemeinsam feiern. Am 29. Dezember 2023 wurde ein wegweisender Vertrag zwischen der Kulturraum GmbH und den Eigentümern unterzeichnet, der die Uferhallen für bis zu 30 Jahre sichert. Wir waren jetzt seit Jahren hier im Kampf, diesen Standort zu sichern für alle Mieter und haben das geschafft. Wir freuen uns sehr, eben das gilt nun auch an den Eigentümervertreter, der Dank, dass wir jetzt diesen Generalmietvertrag haben. Es ist ein unglaubliches Ergebnis, eine Sicherung für Künstler und Kulturschaffende zu erreichen über einen Zeitraum von 30 Jahren. Und das steht an erster Stelle, das ist ein Riesenerfolg. Herzlichen Dank. Also wir haben ungefähr 70 Arbeitsräume, also es ist eben nicht bloß Ateliers, sondern da gehören ja Veranstaltungsräume, Werkstätten und so weiter auch dazu. Und wir haben mal so kalkuliert, dass wir also im Grunde eine Anzahl von arbeitenden Künstlern haben. Also innerhalb der Räume sind ja mehrere zum Teil tätig oder auch Künstler haben Assistenten, dass wir also gesagt haben, wir kommen auf eine Zahl bis zu maximal 150. Also ich würde jetzt mal sagen, so im Durchschnitt 120 trifft das wahrscheinlich eher und die 150 ist dann eher Stoßzeiten, Artweg oder sonstige großen Projekte, wo dann mehr da sind, aber das wäre so die Zahl. Wir werden ein Sondergebiet Kultur definieren. Es kann, was ja hier auch schon anklang, möglicherweise gelingen, dass man sagt, auch Wohnformen, die unmittelbar damit zu tun haben, ja, betriebsbedingte Wohnformen, das kann man da beschreiben, damit sowas möglich wird, ohne dass man in den Konflikt gerät, dass hier jemand wohnt und gleichzeitig aber von einem Lärm betroffen ist, weil hier eben auch Bildhauer richtig mit dem Presslufthammer arbeiten. Das sind ja so Konflikte, die immer auszuräumen sind. Und dass man sowas dann eben ausnahmsweise zulässig machen kann, das kann man in so einem Sondergebiet beschreiben. Es ist ja so, dass das gesamte Areal bis zum letzten Backstein unter Denkmalschutz steht. Und das heißt, auch das Thema Denkmalschutz hatte eine wichtige Rolle oder hat es bis heute, wenn es darum geht, bauliche Veränderungen zu machen. Das muss alles sorgfältig abgestimmt werden. Deshalb gab es auch eine Menge von Vorarbeit, die wir schon mal abhaken können, indem wir mit den Denkmalschutzbehörden eben intensiv gesprochen haben, wo kann man was verändern, wo muss es so bleiben, wie es ist. Das ist etwas, was geleistet wurde und wo wir im Prinzip auch ein gutes Verständnis haben, welche Möglichkeiten es gibt. Wir haben den Ehrgeiz, dass wir auch die Ersten sind, die als Bezirk so ein Sondergebiet Kultur ausdifferenzieren und definieren und dann zur Festsetzung bringen und damit dann auch für die nächsten 200, 300 Jahre den Standort hier in dieser Art der Nutzung auch sichern können. Die Künstlerinnen und Künstler nutzen hier in den Uferhallen, die werden mehr bezahlen als die 4 bis 6 Euro, weil das natürlich auch kein klassisches Arbeitsraumprogramm hier ist, sondern weil wir natürlich, Antje hat es schon angedeutet, es geht ja darum, den ganzen Standort zu sichern. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass auch da das Engagement von allen Seiten bereit war, hier ins Maximum zu gehen. Und die Künstlerinnen und Künstler geben das, was maximal möglich ist. Und das ist mehr, als wir im normalen Arbeitsraumprogramm im Moment nehmen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es einen Kündigungsschutz gibt für alle Mieterinnen und Mieter, die im Moment hier einen Vertrag haben. Ist die Idee, dass bis zur Übernahme der Verträge durch die KAB sich die Eigentümergesellschaft bereit erklärt hat, hier jetzt keine Kündigung vorzunehmen. Und wir haben jetzt einfach Zeit, die Lösungen zu entwickeln, die es für den Staat auch noch braucht. Du hast das angedeutet, da gibt es ja noch Themen, die offen sind. Es gibt drei kleinere Neubauprojekte. Das sind zwei Wohnobjekte und ein Bürohaus, das hier noch entstehen wird. Das werden wir in den nächsten Jahren bauen. Dafür gibt es auch schon eine Baugenehmigung. Aber was den Bestand und den Vertrag betrifft, die 12.500 Quadratmeter oder 600 Quadratmeter, werden eben so hergerichtet, dass sie auch dem Nutzungszweck entsprechen und auch langfristig nutzbar sind. Ja klar, also Sie haben alle, die da einen Wohnraummietvertrag haben, werden da auch weiter diesen Vertrag so nutzen können, wie er heute ist. Und Wohnraummietvertrag ist ja nicht kündbar, aus Vermietersicht, natürlich aus Mietersicht schon. Aber wir werden daran nichts verändern an diesen Verträgen. Wie viele Werbemieter? Also ich weiß nur von Wohnraummietfirmen. Nein, es sind auch Gewerbemieter. Drei Gewerbemieter. Okay, also die werden dann auch da drin bleiben, in ihren heutigen Flächen.
Ist doch schön erstmal, ne? Kann man sich mal freuen. Danke. Also in diesem Jahr werden auf jeden Fall die Baumaßnahmen starten. Die verteilen sich, wie ich vorher gesagt habe, auf zwei verschiedene Bereiche. Einmal die ganzen Instandsetzungen, was man hier noch machen muss. Wir werden auch zum Beispiel die Seitenhalle ausbauen als Ateliers. Und dann werden auch unsere Baumaßnahmen hier sonst starten. Ich bin Tasnia Sommer, darstellende Künstlerin, Choreografin und Tänzerin. Und seit 2009 habe ich hier ein Atelier in den Uferhallen. Ja, ich bin sehr glücklich über diesen Ausgang oder über die Lösung und Rettung eigentlich dieses Ortes, weil man in den letzten Jahren auch immer viel mit quasi gezittert oder gebangt hat und dass es jetzt hier gelungen ist, eben unsere Ateliers zu sichern. Das ist ein großes Wunder, würde ich sagen.